Du hast's geschafft. Du hast das Auto und das Haus und auch ein Pferd und dann dein Boot. Du hast es Phallus getauft, wer doch gelacht. Du hast sie alle abgehängt, mit deinen Ellenbogen hast du alles aufgebaut. Deine Frau ist 40 und sieht wie 20 aus. Das findet auch der sie betreuende Chirurg, mit dessen Assistentin gehst du manchmal aus. In deinem Leben läuft selten etwas schief, nur deine Aktien fielen kürzlich in so'n Tief. Garagengold, wenn der Miura vor dem Innenlokal grollt, dann weiß der Typ am Steuer heute doch gar nicht mehr, was er da fährt. Der weiß nur, morgen ist es das doppelte Wert. Garagengold, wenn der 911er vor die Eisdiele rollt, dann spannt das Hemd vielleicht unter einem doppelten Kinn. Doch als Investment macht das erheblichen Sinn. Es ist vollbracht. Du hast die ganze Halle voll, wonach die Szene giert. Das hast du dir nach Farben sortiert. Und heute Nacht stehen nochmal 20 Stück am Zoll. Die hast du mangels baren Mitteln einfach bankfinanziert. Du magst die roten, da steht Ferrari drauf. Und die drei blauen, hat der Händler dir gesagt, sind die Bugattis und die gehen im Preis noch rauf. Der flache gelbe muss dieser Lamborghini sein. Er hat genau die richtige Höhe für sein Glas Wein. Garagengold, wenn der Miura vor dem Innenlokal grollt, dann weiß der Typ am Steuer heute auf gar nicht mehr, was er da fährt. Der weiß nur, morgen ist es das doppelte Wert. Garagengold, wenn der 911er vor die Eisdiele rollt, dann spannt das Hemd vielleicht unter einem doppelten Kinn. Noch als Investment macht das erheblichen Sinn. Ja, nehm mal Frau in den Staat und kauf zwei S. Natürlich echte. Wenn nicht, ich hab deinen ganz begabten Jungpolen, einen Michelangelo am Schweißgerät, dann sind die echt. Meckern es auch. Wie fahren mit so einer alten Karre. Bin ich bescheuert? Garagengold, wenn der Miura vor dem Innenlokal grollt, dann weiß der Typ am Steuer heute doch gar nicht mehr, was er da fährt. Der weiß nur, morgen ist es das doppelte Wert. Garagengold, wenn der 911er vor die Eisdiele rollt, dann spannt das Hemd vielleicht unter einem doppelten Kinn. Noch als Investment macht das erheblichen Sinn. Erheblichen Sinn. Ja, sagt mein Banktyp auch.